schreibt gerne rein. Ich habe schon gelesen. Kilia-Fans da, wir schauen auf diese Situation. Ja, nochmal quergelegt, Max Marie mit dem Reinziehen. Es steht 1:0. Schön gesehen. Gegen zwei in den 16er rein. Nochmal querlegen. Und dann ist ein Fuß dazwischen. Also man hat sich da nach dem Aufstieg entsprechend verstärkt. Auch hier wieder schön weitergeleitet. Jetzt ist Raum, jetzt ist Platz. Nochmal verzögert und das ist eine Parade. Max-Marie, boah, traumhaft gespielt. Schönes Zusammenspiel, nur nicht von Erfolg gekrönt. Jetzt die Gäste wieder. Der Ball kommt in die Mitte. Nochmal abgelegt. Max-Marie, boah, traumhaft gespielt. Schönes Zusammenspiel, nur nicht von Erfolg gekrönt. Jetzt die Gäste wieder. Der Ball kommt in die Mitte. Nochmal abgelegt. Schöne Chance, toll rausgespielt. Auch hier wieder, ja, links außen, Stagor. Oh, zu unpräzise und das darf dir als Schlussmann nicht passieren. Gegenspieler aufpasst, glücklich steht, dann steht es hier ganz schnell 2:0. Ecke auf den kurzen Pfosten gespielt, Situation lebt weiter. Einfach mal aus der Distanz. Auch hier wieder unterbunden und sofort die Vorwärtsbewegung. Wieder rechts aufgelegt. Noch nicht ganz so wie gewünscht, aber man wird gefährlicher bei den Gästen. Leichtes Vorbeitreten und jetzt die Möglichkeit. Max-Marie nimmt den Ball mit, legt er nochmal ab, er legt ab. Nochmal gespielt. Und dann steht's hier. 2:0. Schöner Treffer mit einem bisschen Glück. 7:6. Im zweiten. Noch nicht ganz so wie gewünscht, aber. Oder diskutieren die ein oder andere Situation, aber bleibt natürlich fair. Oh, kein Abseits. Nochmal querlegen und dann ist jetzt Abseits gepfiffen. Wieder im 16er der Ball. Nochmal quergelegt. Der kommt irgendwie durch. Und dann fast gezaubert. Durchgesetzt. Nochmal nachsetzen. Nochmal gehalten. Richtig stark in der Defensive. Julian Ulbricht versucht es. Abgefälscht. Und dann steht's hier. 2:1. Und da ist der Lucky Punch. Man verspielt die Führung und das innerhalb von ein paar Minuten. Es ist die zweite Halbzeit. Abseits gepfiffen. Und dann ist die Partie rum. Die Partie vorbei. Der FC St. Pauli 2 und FC Kilia Kiel trennen sich nach einer intensiven Schlussphase mit 2:2.